Es gibt erfreuliche Nachrichten für die türkische Nationalmannschaft, Leute. Ein vor allem wurde Arda Güler das erste Mal zum Militärkern berufen. Das hört man als Fußballfan natürlich gerne. Der Junge hat's einfach drauf und kann sein Können nun auch endlich bei der türkischen Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Neben ihm wurden aber auch Tayyip Talha vom Beşiktaş, Emirhan İlkan vom FC Turin und Samet Akaydın von Adana Demirspor nominiert. Emirhan İlkans Namen in der Liste zu sehen, hat mich dabei von den erwähnten Spielern am meisten gefreut. Der Junge hat ein Riesenpotenzial. Und auch wenn er bei Turin nicht oft genug spielt, wird Kunz garantiert von ihm profitieren. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Die ganzen neuen Namen sind aber nicht die einzigen guten Nachrichten, nein. Denn es wurden auch Spieler wieder zurückgerufen, die letzten Male nicht dabei waren. Darunter auch Emre Mor, das ist somit seine erste Nominierung seit 5 Jahren. Bei Fener hat er unter Jesus zu seiner, ich behaupte jetzt einfach mal, alten Form wiedergefunden. Fairerweise muss man aber sagen, dass Volkan Demirel auf seinem Weg nach oben auch eine sehr große Hilfe war. Neben ihm sind aber auch wieder mit dabei Berkan Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Umut Bozok und auch Cenk Tosun. Diese Nominierung ist mit Abstand die beste in der Laufzeit von Stefan Kuntz. Da hat Stefan aber definitiv eine gute Arbeit geleistet. Im Testspiel gegen Schottland und Tschechien am 16. und 19. November können dann die Jungs ihr Können unter Beweis stellen. Auf diesem Kanal werde ich natürlich über alles berichten. Drückt also aufs Plus, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin somit raus. Ciao.